Brüder sind mir gewesen, haben mir gehandelt mit Leid. Einer ist von uns gestorben, sind mir geblieben, nein. Nein, Brüder sind mir gewesen, haben mir gehandelt mit Fracht. Wenn ich die anderen Leute sehe, die hier so mit dabei sind, alle total unterschiedlich, ja, ich könnte mit den meisten total lang diskutieren und wir würden trotzdem zu keinem Punkt kommen. Trotzdem ist da irgendwas, was uns zusammenhält und für was wir gemeinsam kämpfen. Und das finde ich einfach total genial, weil wir sind alle Individuen, ja, wir sind alle totale Ichlinge irgendwo, aber es gibt doch was, was uns eint, so ein gemeinsamer Drive, irgendwas zu verändern und irgendwie die Welt besser zu machen. Und wir wissen nicht mal so genau, warum. Die Tour ist Teil einer großen, bunten, vielfältigen Jugendbewegung für Bildung, für Bürgerrechte, für Nachhaltigkeit. Und ich bin ziemlich froh, da dabei sein zu können. Weil ich glaube, es braut sich was zusammen und wir sind Zeuge von sowas wie einer neuen Jugendbewegung in Deutschland. Und da steckt noch einiges drin, da rollt was auf uns zu. Wir sind jetzt gerade in Kiel angekommen, nach 30 Kilometern, also schöne gemütliche Fahrt. Und wir machen jetzt gleich im Rathaus Kiel ein Planspiel des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und werden da zum Thema Wasser verhandeln. Und da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, weil es doch um ein ziemlich elementares Grundelement geht, um das niemand leben kann, um Wasser. Und ich bin ganz gespannt, was rauskommt dabei. Die Arbeit, die wir machen, ist eigentlich aktueller denn je. Also die Wissensvermittlung ist auch von der Europäischen Union gefördert worden. Wir haben auch einige, machen EU-Projekte, auch in dem Sinne im Moment Science-Cafés. Da wird geprüft, inwieweit kann man manche wissenschaftliche Themen oder auch gesundheitliche Themen den Bürgern vermitteln. Und zwar direkt von den Experten zu den Bürgern. Jetzt mal ein bisschen zackig hier! Herzlich willkommen zum Planspiel UNEP Internationale Umweltpolitik hautnah erleben. Mein Name ist Bernd Assmacher und ich werde Sie heute mit meiner Kollegin Cornelia Voss durch den Nachmittag hier moderieren und begleiten. Was erwartet Sie hier? Sie werden versuchen, in den nächsten 4, 4,5 Stunden in die Rolle von internationalen Staatenvertretern zu schlüpfen und gemeinsam in Diskussionen versuchen, Lösungen für internationale Fragen zu erarbeiten. Ja, sehr geehrte UNEP-Direktorin, sehr geehrte Mitdelegiertinnen und Mitdelegierte, zum Punkt 2. Indonesien begrüßt auch diese Forderung, die von Südafrika vorgestellt wurde. Hier den afrikanischen Kontinent vertreten, spreche ich für Algeria, Kongo, Südakriba und Tansania. Unser ständig steigender Wasserbedarf ist nicht zukunftsfähig. Möchtest du was dazu sagen? Sie sind ja gegen den ersten Punkt, ne? Es wurde aber angedeutet seitens Algoria, dass man hinter diesem Punkt stehen würde. Wir konnten uns in der Gruppe auf keine einheitliche Position einigen. Bangladesch stimmt grundsätzlich der Forderung zu, kann aber keine finanziellen Mittel bereitstellen. Können Sie das nochmal begründen? Ich trage nochmal insgesamt vor und dann die einzelnen Forderungen. Ein Menschenrecht auf Wasser einzuführen, demnach die Städte ab dem Jahr 2025 verpflichtet werden, täglich 50 Liter Wasser kostenlos für jeden Menschen zur Verfügung zu stellen. Änderung der Verbündetengruppe 1. Reduzierung auf 25 Liter pro Person, aber nicht kostenfrei. Ja. Also ich bin der Markus Bogner, bin 22 Jahre, komme hier aus Kehl und mache jetzt seit Oktober freiwilliges Jahr hier bei der Stadt im Bereich Umwelt. Ist ein freiwilliges ökologisches Jahr. Also ich muss sagen, es war echt wirklich interessant, weil man hat einmal gesehen, wie komplex eigentlich das Ganze ist. So erstens eine Entscheidungsfindung, man hat ein bisschen Hintergrund bekommen, über welche Ebene das Ganze so läuft, dass es gar nicht so einfach ist, den Mittelweg zu finden. Und selbst wenn man meint, man hat einer gefunden, muss es eine Entscheidung dann am Schluss doch nicht so kommen, dass man wirklich für das abstimmt, weil man einfach, ja, man muss einfach so viele Kompromisse eingehen. Ich glaube,
das Planspiel hat ganz gut funktioniert, mal dieses System aufzuzeigen, woran es hapern kann, wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen an einem Tisch sitzen und eine gemeinsame Lösung suchen wollen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da gibt es nicht viel, es gibt aber eine Dorfbibliothek. Und da habe ich mal ein Buch gefunden aus den 70er Jahren, Die Grenzen des Wachstums, und diese Idee, dass der Planet nicht unendlich ist, hat mich nicht mehr losgelassen. Deswegen wollte ich irgendwas tun, um zu verhindern, dass dieser Planet restlos geplündert wird. Ja, und habe irgendwann beschlossen, die Welt zu retten. Und ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, die genau das macht. Oi, 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 oi.